Grüß euch Leute und herzlich willkommen zurück bei einem Vlog und zwar dem 2. im April. Ich würde sagen, wir beginnen gleich einmal mit dem Standardprogramm momentanen Projekte. Okay, Risen haben wir in Kapitel 2 mittlerweile reingestartet und ich denke mal, wenn ich mal so eine Prognose abgeben müsste, würde ich sagen, es dauert noch mal so lange, wie es jetzt gedauert hat, um es abzuschließen. Vielleicht ein bisschen länger, aber nur so Pi mal Daumen. Pi mal Daumen. Keine Ahnung. Adventure Maps. Mir wurde gesagt, oder mir wurde vorgeschlagen, ich soll einmal ohne Vater spielen. Das werde ich nicht tun. Aus einem einfachen Grund. Das ist eine Map für zwei Spieler. Außerdem, wenn ich jetzt irgendwo hingehe, kriege ich etwas, was er nicht bekommen würde. Das ist also auch nicht gerade so mega geil. Also, und auch ein bisschen unfair, deshalb werde ich das nicht machen. Ihr könnt mir natürlich andere Vorschläge schreiben, wie das vielleicht dann doch fair ist. Schreibt es mir einfach. Ich bin in solcher Hinsicht immer offen. Okay. Hitman Absolution ist das neue Projekt. Together, leider ohne Facecam. Das habe ich eh schon im ersten Part gesagt. Warum? Weil einfach, na, der Computer ist nicht so schlecht, aber es ruckelt dann halt ein. Also es sind schon ordentliche Frame-Einbrüche, teilweise unter 20 FPS und das ist dann nicht so schön. Okay, Kurzprojekte. Don't Starve ist heute ausgelaufen und ich denke mir, als nächstes Projekt kommt etwas, was ich noch nicht sagen werde. Genau, ich weiß es schon, aber schaut einfach selber rein. Gut, dann Battle. Ich habe mir gedacht, wir machen aus dem Let's Battle alle 15 Folgen eine neue Staffel. Also 15 Folgen sind eine Staffel. Und wer die meisten Siege in der Staffel hat, was bei 15 nicht beide gleich sein können, der darf dem Verlierer eine Aufgabe zuweisen im Real Life. Also beispielsweise 50 Kniebeugen oder keine Ahnung, dass er einen Liter Cola auf einmal sauft oder irgend sowas in der Art. Also irgendwas bisschen Demütigendes und Lustiges vor allen Dingen für euch. Und das werden wir dann mit dieser Webcam filmen, also mit der da, wo ihr uns gerade beobachtet. Oder mich momentan. Oder ist nicht niemand anders da. Okay, und so haben wir es halt gedacht. Dann als nächstes Cities in Motion. Gestern kam keine Folge aus folgendem Grund. Das Projekt ist beendet. Es ist aus. Und zwar aus einem simplen Grund. Ich habe aufgenommen. Habe auf Speichern gedrückt und das Spiel ist mir abgeschmiert und jetzt ist kein Speicherstand mehr vorhanden. Also Schluss. Ich habe eh vorgehabt, nur so 10, 15 Folgen zu machen, aber jetzt dadurch hören wir einfach auf. Dafür wird am Montag schon ein anderes Projekt ankommen, dass ich dann wahrscheinlich Montag, Mittwoch, Donnerstag und Samstag hochladen werde. Seid einmal gespannt drauf. Kleiner Hinweis, es befindet sich ja momentan in der Projektübersicht, in diesem Art Google Docs Excel Sheet, unter der Rubrik, das wird nie wiederkommen. Also das wird, das wird nie, wiederkommen. Ich verrate nicht, welches es ist, aber auf eines könnt ihr euch freuen, auf eines dieser Spiele. Okay, Minecraft. Warum habe ich das nochmal extra aufgeschrieben? Achso, okay. Ah ja, wegen der Adventure Map, weil ich das noch sagen wollte. Ich wollte das mit dem alleine spielen und ich wollte noch was anderes sagen, aber das hat sich eh schon erübrigt. Okay, dann wird ab heute ein neues Kanaldesign online geschalten. Ich werde es wahrscheinlich gegen 22 Uhr in etwa online schalten, weil ich vorher noch ein bisschen rumfrimmeln muss. Und ja, es wird ein bisschen anders sein als das momentane. Allerdings ist es selbst gemacht. Das heißt, ich muss zu niemand anderem verlinken. Nicht, dass ich es nicht wollte. Also, das habe ich auch schon oft gesagt oder irgendwo hingeschrieben oder so. Wenn ihr mit mir ein Together machen wollt, um euch zum Beispiel zu pushen, ich sage nicht, dass es das Schlechte ist. Ich schreibe da auch manchmal Leute an. Dann sagt es mir und
In 90% der Fälle mache ich da noch mit. Ich habe schon drei Anfragen gekriegt und auf zwei habe ich mit geantwortet und dann ist sich ein Together drankommen. Mit dem dritten, der dann einfach nichts mehr zurückgeschrieben. Also vielleicht war das ein Fail der PN oder er ist einfach ein Arsch. Keine Ahnung. Okay, weiter geht's. Und zwar habe ich neulich ein paar Maps für weitere Minecraft-Adventure-Maps durchgestöbert und ich habe mir gedacht, warum nicht mal statt nur Adventure-Maps zu machen, nicht auch mal statt einer Adventure-Map eine Survival-Map zu kre zu, nicht zu kreieren, zu spielen. Ja, jetzt habe ich es endlich. Also so in der Art von Skyblock oder Extreme Heights, so was in der Richtung. Also so wirklich Survival Maps oder Apokalypse Mod oder irgend sowas. Also Sachen, wo man wirklich Survival muss. Da hat man stark beschränkte Rohstoffe, muss die wenigen, die es überhaupt gibt, sich wirklich erkämpfen und so. Ja. Wollt ihr das auch mal sehen oder sagt ihr, nee, Adventure Maps passen, Survival Maps wollen wir von dir gar nicht sehen? Kann ich auch verstehen, ich richte mich da ganz nach euch. Gut, weiter. Ah ja, ab nun wird die Videoqualität deutlich besser, also nicht das Original noch was dazu kommt, was anderes gibt es ja glaube ich gar nicht mehr, aber wenn es euch schon aufgefallen ist, zwischen Full HD und Original ist bei mir momentan kein Unterschied. Das wird sich jetzt ändern, da ich ab nun mit 48.000 Kilobit pro Sekunde komprimieren kann, weil ich meine, ich könnte schon in wirklichem Originalformat hochladen, aber das wären etwa 70 Gigabyte pro Video und da würde ich den ganzen Tag nur hochladen. Das heißt, dass wir es nicht spielen. Momentan sind meine Uploads immer so 4 bis 5 GB groß. Jetzt werden sie vielleicht eher so 5 bis 6 GB groß. Aber auf jeden Fall verbessert sich nochmal die Qual ein Stück, was ja auch nicht schlecht ist. Jo. Und was weiteres, was ihr spätestens beim neuen Kanaldesign bemerken werdet, und zwar, es gibt weder von mir Livestreams. Ich habe mir jetzt XSplit wirklich gekauft, momentan die 3-Monats-Lizenz. Das heißt, es werden 60 FPS sein, das heißt, ich kann flüssig Minecraft und alle möglichen Spiele auch spielen. Außerdem habe ich eine neue Game Capture Card. Also nicht eine neue Capture Card, sondern ein neues Splittergerät, einen neuen HDMI-Splitter, der jetzt auch verstärkt ist, also mit eigenem Stromanschluss und so. Ja, und ich schätze mal, da wird schon was Geiles auf die Beine stellen. Das heißt, ich werde es vielleicht so machen, dass ich zum Beispiel sage, dass ich wirklich so terminlich mache, dass ich zum Beispiel jeden zweiten Samstag von 20 bis 22 Uhr zum Beispiel einen Livestream mache. Sowas in der Richtung. Da würde ich mir dann auch da meinen Laptop schön hinstellen, immer schön, dass ich da auch die, nicht Tweets ist auf Twitter, die Kommentare beim Livestream halt anschauen kann und so weiter und so fort. Ja, damit war es auch schon. und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Projekt. Und ich hoffe, ich habe nichts Projektmäßiges gespoilert. Außer das Don't Starve endet, glaube ich, habe ich nichts gespoilert. Wobei gespoilert, das müsste. Das kommt gleichzeitig mit dem Video raus. Das heißt, ihr wisst das sowieso, weil ich es wahrscheinlich eh irgendwie in den Titel reinschreibe. Aber auf jeden Fall, oder es interessiert euch halt gar nicht, dann ist es eh wurscht. Gut, also bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Projekt.